Und wie ich denke, zum letzten Mal kämpfen wir noch einmal gegen Bowser Junior. Erste Zeit für meine brandneue, maliziöse Megamurks-Maschine. Megamurks? Das klingt nicht gut. Ich mach's mir mal da mal in meinem Cockpit bequem und genieße deinen explosiven Untergang. Hehehehe. Ah, ich hab Bowser Junior so geliebt in Super Mario Sunshine und hier hasse ich ihn einfach nur. Megamurks! Er macht Murks! Ja, ganz toll, was mache ich jetzt? Und der Feuerdingspunkt trifft mich sowieso nicht und trifft mich das andere. Nö. Haha, hier bin ich in Sicherheit, du triffst mich nicht. Gut, überlegen wir uns mal etwas, Leute. Hier komme ich zwar hoch, ja, und dann geht's weiter. Verdammte Kamera, hey. Ich sehe überhaupt nichts. Kann ich da wieder hoch machen, oder wie? Einfach Münzen, okay. Einmal hoch mit dir, Mario! Du, 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 du. Sehr schön, dann geht sie weiter. Nein, nein, nein! Au! Voll gegen Arsch. Wieso habe ich eigentlich nicht mehr? Oh, ich dachte, ich hätte vorhin 6 Energieeinheiten gehabt. Dann bin ich zwischendurch mal K.O. gegangen. Ich hatte mal ein Game Over, aber ich weiß nicht mehr, ob das vorher oder nachher war. Oh! Alter, hör mal auf damit! Scheiße Elektrobälle! Gut, oben wäre ich. Wie geht's weiter? Du kannst was erleben, Alter! Toll, wie geht's jetzt weiter? Ah, das geht sogar! Puh. Ja, dann soll's doch easy peasy werden! Hä, hey, was macht er jetzt? Ach so, Störungen! Ich dachte schon, er lädt jetzt irgendwie den Ultra-Super-Hyperstrahl auf! Aber wir sind hier nicht bei Pokémon! Ist zwar auch Nintendo, aber... Alter! Rollschutz. Nein! Was ist jetzt los? Oh, ich habe keine Wolken mehr. Aber der Rückwärtssalto klappt nicht mehr. Das ist scheiße, das ist scheiße. Hm. Ich weiß nicht, aber... Wow, das hat er vor! Er zieht mich so sicher an! Ja, das kannst du wohl voll vergessen! Haha! Was machst du jetzt? Was macht er jetzt? Oh nein! Er macht einen auf Grundhilda! Oder Grundhilde. Auf Grundi jedenfalls von Banjo-Kazooie! Wow, Ey, wieso hat jetzt das wehgetan, bitteschön? Stacher sind doch hinten! Toll, alle Wolken zieht er zu sich ran. Habe ich irgendwo noch Münzen? Ja. Münzen sollte ich noch genug haben. Er hat mich im Visier! Oder auch nicht. Eine bewegliche Festung. Ja, die kann er sich sonst wohin schieben. Ja, wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am besten? Hallo, rückwärts, Alter Mario! Alter! Wow, das war knapp. Hm. Jetzt kommt er damit wieder. Ich muss höher! Verdammt, ich habe keine Wolke mehr! Oh, das war knapp! Das war aber nicht mehr knapp! Nein! Oh. So wird zu meinem Glück. Ja, hier bin ich und. Au, 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 mein Arsch, mein Arsch! Du verdammter Assi da oben! Komm gefälligst runter! Oh, ich ziehe den Kampf irgendwie dämlicherweise in die Länge, dabei habe ich das Gefühl, wir hätten schon längstens beenden können. So, hoch mit dir. Hm, was mache ich jetzt am besten? Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch! Gut, sehr gut. Zieh uns heran, zieh uns heran. Und jetzt so. Nein, ich bin zu weit! Nein, nein, nein! Ich hatte ihn doch schon fast! Wie kann man nur so viel Pech haben? Hilfe! So, hilf mir doch mal einer! Aber nein, ich bin wieder mal auf mich allein. Was anders gerade? Hat doch gar nichts gemacht. Ich habe nur gerade die Nase gekratzt! Und das war Grund genug für Mario! Wow, wow, wow! Oh, verdammt!
Alter Baby, Bowser, der Junior ist mir egal. Hoch mit dir, Mario! Ich komme, Alter, ich komme! Wuhu! Und schon bin ich da! Ja, na, was sagst du jetzt? Bam! Ja, das war's! Bowser Junior! Und irgendwie war der Kampf viel einfacher als der erste oder zweite gegen ihn. Kann das wirklich sein? Na egal. Soll uns doch egal sein, wir haben den fünften großen Stern! Oh yeah, wir nähern uns dem Ende des Spiels immer mehr. Nur noch eine Welt bis zu Bowser. Und dann mal schauen, wie es weitergeht bei Super Mario Galaxy 2. Oh, großer Stern, Himalaya, blablabla, öffne das Tor. Ein Weltentor wurde geöffnet. Yeah. 77. Kometenmünze, nicht zu vergessen. Und ein paar Sternteile, geil. Das ist der fünfte große Stern. Ich habe mir schon gedacht, dass du es schaffen wirst. Ja, ja, jetzt. Jetzt hat er sich's gedacht, vorhin noch nicht. Vor dir liegt die sechste Welt. Wir können mit noch mehr Widerstand vom riesigen Unhold rechnen. Holen doch einfach die übrigen Powersternen, retten die dir kostbare Person. Voll Dampf voraus. Ja, nun dein Steuermann. Bist du bereit für den großen Kampf? Gute Frage, Freunde. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit, Prinzessin Peach zu befreien? Na, Logo sind ja dazu bereit. Auf geht's in Welt Nummer 6. Durchschreiten wir Zeit und Raum. Betreten die nächste große Welt. Sieht da ziemlich feurig aus. Wir haben es endlich geschafft. Der Kampf mit dem Unhold steht kurz bevor. Sei wachsam und gib dein Bestes. Diesmal kommt er uns nicht davon. Sieht ganz entschlossen aus. Geil. Das Spiel wurde gesaved. Zur Weltkarte zurück. Mal schauen. Ja, Welt 6 scheint wirklich die letzte Welt zu sein. Welt 5 fast komplett. Hier fast komplett. Überall fast komplett. Außer sonst irgendwo noch ein Stern fehlt. Das weiß ich noch. Ah, hier genau. Warte, wo, gut, hier fehlt sogar noch die Kometenmünze. Die holen uns auch alles noch. Alles holen wir uns noch, Freunde. Nichts wird uns entkommen. Und jetzt betreten wir in diesem Part noch die nächste Welt. Schmelztiegel-Galaxie. Oh. Eine kleine Sonne? What the hell, wo soll ich denn da bitte schön hintreten? Das mirakulöse Magma-Meer. Das beantwortet meine Frage nicht. Oder gibt es hier vielleicht sogar Feuer-Mario? Das wäre jetzt echt praktisch. Ach du Scheiße! Willkommen in der Galaxie. Luigi, willst du? Nö. Du kommst nicht dran. Gut, dann wie die Teile wieder. Ist jetzt relativ easy, außer stehen wir heute mal zu bescheuert an, aber sollte nicht so das Problem sein! Alter! Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Wow. Nein, 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 nein! Ich will doch nur den Maxi-Pilz da unten! Komm ich denn bloß? Er hat mehr Schwung gebraucht. Ja, ich sehe es auch schon. Fast zu wenig, fast zu wenig. Ganz toll. Was soll denn der Scheiß? Wie komme ich jetzt da hoch? Hallo? Was rutten durch oder wie? Das sieht aber auch ziemlich essig aus. Hallo, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ups. Oh, au. Das musste jetzt so kommen. Aber
Gute Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Und zwar da... Ja, jetzt wäre ich doch da gewesen! Das war knapp. Und das war's auch schon. Das dürfte noch ein Problem werden. Wär's mit Luigi einfacher. Kannst du mir echt nicht vorstellen, Leute. Gut, wenn ich etwas anziehe, komme ich auch weiter. Das ist sehr gut. Vor allem, wenn ich jetzt da runter will. Wow, Kacke! Wow, voll auf dem Lava-Planeten gelandet. Ich will doch bloß... Verdammt, ich komme nicht da runter. Ja, so sowieso nicht. Mann, ich will doch nur den Maxi-Pilz. Ist da so viel verlangt? Ja, offenbar schon. Gucken wir es mal von hier drüben an. Dankeschön. Ja, darüber. Sternteil einsammeln. Ja, das war's wohl mehr oder weniger. Gut. Try it again. Doch erstmal hier oben. Nein, ich hatte ihn fast. Nein, ich hatte ihn doch schon. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Geht doch. Oh mein Gott, hey, das hat lang gedauert. Wow, so. Trotzdem frage ich mich, wie ich jetzt da hochkomme. Kannst du da so ein bisschen weiter, aber gerade viel auch nicht. Ja, doch, jetzt dürfte es da klappen. Das dauert viel zu lange, Leute. Das kann nicht die Lösung sein. Ja, zieh mal bitte schön vorbei. Hin und her, und ich weiß nicht, wie ich da... Oh. Na, so funktioniert's doch! Ach, habe ich jetzt lange gebraucht, ey. Schön heiß empfangen, ja. Puh. Kein Wunder schwitzt man da. Puh, wow. Wuhu! Nein, das darf nicht sein. Nein, nein! Mein Bonus ist futsch, mein Bonus. Nein! Das ist nicht meine Welt, Leute. Das ist nicht meine Welt. Lecker Zeit, halt mal für den Arsch. Verpiss dich, Mann. So, bisschen wechseln. Triff mich hier nicht. Nö. So, oh, tief. Ja, wieder geschaffen. Jetzt hoch, 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 hoch. Yippie! Ja, jetzt lachst du noch, Mario. Aber ich lach schon lange nicht mehr. Ist das eine Scheißwelt? Hilfe! Aber ich muss es durchstehen. Für euch! Für uns alle! So. Relativ sicher, wa? Relativ! Wow. Was hab ich denn da befreit? Au! Au! Mein Arsch! Mein Arsch mir doch heilig! Ich habe sonst nicht, was mir heilig ist.
Wieder mal ist der Bonus-Futsch. Na, ist der super. Mario, mach keine Scheiße hier, Alter. Und wieso? Ja, jetzt klappt er wieder. Jetzt klappt er wieder. Jetzt, wo ich ihn nicht brauche. Wo ist die Kometenmünze? Nein, 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 nein! Der gleiche Scheiß wie in Super Mario 3D Land. Lalalalalala. Oh, hier muss ich wohl schnell durch, oder? Ja, grausam schnell, grausam schnell. Und da ist auch noch ein Mini-Tornado. Ich habe auch nur Pech. Tut er mir eigentlich was oder bringt er mich hoch? Ja, wie man es nimmt. Tut mir zwar nicht wirklich was, aber eine große Hilfe ist er auch nicht! Propeller Mario? Bist du das? Wow, 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 wow. Das sieht ja crazy aus. Yeah! Wo ist der Kometenstern? Die Kometenmünze! Wow, 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 wow! Ist das geil, hey! Ja. Geil. So was nennt der geil. Hä? Da unten war doch auch einer. Nee, ja, doch nicht. Wer fliegst du uns so genäht? Wo ist die Kometenmünze? Ich kann jetzt am Lösungsbuch nachschauen, aber da schaue ich immer erst danach, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Was mit dieser Welt wohl noch einige Male passieren dürfte. Ram. Wohl bekommst, ja? Ram. Da hinten ist sie, ich sehe sie. Und wie komme ich hier durch? Sieht mit der Schwerkraft aus, relativ gut. Okay, ja, ich sehe schon, welche Blöcke von den Vieren getroffen werden, welche nicht. Oh. Rum. Aha, daneben. Wow. Ganz wie komme ich jetzt da hoch? Ich hab sie, Leute. Die Frage ist bloß, wie lange? Wie lange dauert es wohl, bis ich fehle? Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass ich der König im Fehlen bin. Schwitz. Wow. Das war knapp. Achso, die haben sogar eine eigene Schwerkraft. Das sagt mir doch das Gleiche. Da ist es doch schon. Nein, wie saust du ab? Dem Stern ist es hier zu heiß, definitiv. Ja, kann ich verstehen. Nein, nein! Oh. Schwitz, Keuch, wir haben es geschafft. Hilfe! Güte Gott! Aber genau passend zum Ende des Parts hin. Oh, also Welt 6 wird definitiv nicht cool. Na ganz toll, wo ist der jetzt aufgetaucht? Ah, na gut. Bloß der Weg geht weiter. Haha, hintritt meine normale Baumwelt. Nee. Ach nee, Böllerbunker. Der Kometenstern. Na, da wird sich locker ja freuen. Noch ein hungriges Mäuschen mehr? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hä? Hey. Und letzter Neuzug scheint etwas auf dem Herzen zu haben, Steuermann. What the fuck ist denn das da? Was machen die blinden Passagiere hier? Wow, das schwarze Loch sieht aber auch bedrohlich aus. Als würde es uns gleich einsaugen wollen. Schon krass. So, wie komme ich jetzt da rein? Wie war das jetzt schon wieder? Wenn ich das noch wüsste, wo war der Eingang? Na, habt ihr mir noch was? Ein Sternteil! Seid ihr großzügig heute? Scherz beiseite, wo war jetzt der Eingang? Wo war der Eingang? Hallo? Ah, hier. Rein? Okay, dann sind die Teile wohl woanders. Wo sind die blinden Passagiere? Wo sind sie? Hier unten? Tatsächlich. Noch 30 Münzen und was? Ich kann mich nur mal laden, was dann einmal würfeln. 35 Sternteile natürlich, nicht Münzen. 5 von mir aus. Was kann schon Großartiges passieren? Verwandelung! Ich will 3 Leben! Scheiße! Was? Wir machen gerade mal 100 Münzen! Ja, von mir aus. Wir haben ja genug davon!
Der ist voll Münzgeil, hey! Münzgeil! Yeah! Einmal! Zweimal! Und gleich nochmal! Level up, level up! Na, 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 was kriegen wir? Den Jackpot! Wir sind das! Wow! Nicht abhauen, nicht abhauen! Hey, wo ist der letzte? Bleib hier! Wow, 5 neue Leben, ey. Ist doch krass. Und 2 weitere. Damit haben wir 19 Stück. Ist das krass, Mann. Sind ja fast schon gratis Leben, ey. Man könnte fast meinen, es wird immer brutaler und wir haben sie dringend nötig. Naja. Wer meine Spiel- und meine Spielart und Weise kennt, der weiß, wir haben Leben immer nötig. Immer. Gut. Ein Stern fehlt dir noch, dann geht's hier weiter. Der will 1800, darauf kann er lange warten. Uhrwerk-Ruinen-Galaxie. Oh nein, Uhrwerk. Wie in Super Mario 64. Wobei, da mochte ich die Welt ja. Er versteht schon. Uhren, Schweizer, na? Mhm. Geht's hier weiter? Vermutlich schon bald bei Bowser. Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat der Part mal gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Super Mario Galaxy 2. Dann geht's weiter in Welt 6. Und ich habe sogar das Gefühl, es wird immer heißer. Scheiße. Bis dann, ciao zusammen.